kein Tag, an dem im deutschen Fernsehen nicht gekocht wird. Wie wär's mit meinem eigenen Rezept, Herr Herrmann? Die Köche heute, sie sind unsere modernen Magier. Und gefragte Werbeträger für die Lebensmittelindustrie. Und wenn die Leute sagen, was der Schubeck macht das, sie hätten sich die Finger abgeschleckt, wenn sie den Werbevertrag gekriegt hätten. Kurz nach Mitternacht, in der Nähe von München. Alfons Schubeck, der Platzhirsch unter den deutschen Fernsehköchen, arbeitet an seinem Erscheinungsbild. Zwölfe. Ja. Ein Fernsehkoch wird eben nicht nur für seine Fähigkeiten am Herd bezahlt. Ich gehe ja jede Nacht da trainieren. Und jetzt bin ich dabei, dass ich mal 10 Kilo wieder runterhau. Also nicht dafür, so, dass ich mir das Bein abschneide. Aber ich muss halt mit Disziplin machen. Das ist eine Präsentation, auch beim Rundfunk, wenn man nur deine Stimme hört. Aber im Fernsehen, wo man dein Gesicht sieht, weiß man, wie die ausschaut und so. Und wenn man es ein bisschen nett macht und den Zeitgeist erwischt, das ist ja auch immer die Kunst, dann ist das schon super. Und ein super Geschäftsmodell. Diese Geschäfte möchte ich genauer betrachten. Womit verdienen unsere Kochgurus tatsächlich ihr Geld? Wo sind die Grenzen der Vermarktung? Freitagmorgen in München. Radiozeit für Alfons Schubeck. Seit vielen Jahren verrät der Sternekoch den Hörern von Bayern 3 seine Küchengeheimnisse. Oh, Dominik. Alfons. Alter Kämpfer. Bleibst denn allem Angst? Ja. Hi. Morgen schon. Schubeck ist viel zu spät dran, wie immer eigentlich. Der Terminplan des vielbeschäftigten Kochs ist auf Kante genäht. Also, dann. Wir haben wieder eine brennende Frage, die kommt aus Gersthofen von der Katrin. Die möchte wissen, wie man diesen Teig richtig gut hinkriegt, weil der ist einer der kompliziertesten, die es gibt. Gut, Apfelstrudel, wenn man noch nie ausgezogen hat, ist jetzt nicht so einfach, aber wenn man es richtig macht, dann gelingt es auch jemand, der es überhaupt noch nicht gemacht hat. Und dann tust du es in der Küchenmaschine und knetest es, sagen wir mal, 5 bis 10 Minuten zu einem absolut glatten Teig. Also wenn man es richtig, wie es ein Kinderascherl sei. Gell? Ein Kinderascherl? Ja, was haben wir doch früher gesagt? Pfirsichhintern. Ja, oder so. Präsent sein, im Gespräch bleiben. Wenige Fernsehköche betreiben das so konsequent wie der gebürtige Traunsteiner. Als Schubeck vor 30 Jahren anfing, im bayerischen Fernsehen den Kochlöffel zu schwingen, hat er eine Lawine losgetreten. Heute gehört Medienpräsenz fast schon zur Arbeitsplatzbeschreibung eines Spitzenkochs. Ja, ich weiß nicht, ich kenne die Einschaltquoten nicht. Ich bin nur happy, wenn ich eine gute habe. Und ich möchte auch schauen, dass ich nicht zur Klamauknummer werde, sondern dass Kochen bei mir den Vorrang hat und nicht das Blablabla. Und dass der Kunde oder der Zuschauer letztendlich was mitnimmt. Dann sagst du, Herr, das kann ich nachvollziehen. Und ich möchte immer Dinge machen, wo, wenn du zum Einkaufen gehst, dass du sie in jedem Center oder in jedem Laden bekommst und dann zu Hause es ausprobierst und dass dir das dann gelingt. Der klassische Kochkurs im Fernsehen mit Rezepten zum Mitschreiben ist dabei inzwischen eher die Ausnahme. Wir werden Lammlachs machen, nur mit ein bisschen Rosmarin gebraten. Wer genauso gut reden kann wie kochen, ist im Geschäft. Fernsehkoch ist ein eigener Berufsstand geworden in der Unterhaltungsbranche. Ich möchte nur mal anmerken, seine ersten zwei Varianten. Also wieso schon mal roh, ne? Auf einmal roh. Roh. Das ist interessant. Auf einmal, ne? Dann die erste mit Wasabi-Dressing. Dann in dein Rezept, hör mir auf. Ein zweites mit Ingwer und Curry, Schubeck. Ja, also. Die Köche heute, sie sind unsere modernen Magier. Sie zeigen, was man mit dem Essen machen kann. Und sie zeigen es in einer sehr eloquenten Art und Weise. Und sie versuchen uns, ihre Geheimnisse zu vermitteln. Und so gute Geschäfte zu machen. Rund ums Münchner Platzl hat Alfons Schubeck ein Imperium geschaffen. Mit Lokalen, Geschäften, einem Partyservice und einer Kochschule. Außerdem ist er der Mannschaftskoch des FC Bayern. Sein Reich gehört zu den 100 größten Gastrobetrieben Deutschlands, neben Franchise-Riesen wie McDonald's oder Nordsee. Der Chef ist auf Du und Du mit der ganzen großen Welt. Oh, meine Gazelle. Wie geht's denn? Servus. Servus. Und?
gut wird's. Ich habe lieber das Platzl schweben sehen. Ja, genau, ja. Das muss ja was arbeiten, ne? Hast du im Urlaub oder was? Nee, so freizeitmäßig. Also, servus. In Schubecks Arbeitsalltag ist das Sternelokal am Platzl schon lange nicht mehr die Hauptsache. In der Küche hier stehen andere. Der Chef nimmt die Speisekarte ab und begutachtet neue Gerichte. Für mehr ist keine Zeit. Na ja, sonst geht es mittags nur wieder, oder? Nur mittags nur. Ich weiß nicht, ich hab's früher nicht gemacht. Aber jetzt fangen wir es halt gerade an. Komm, gehst du wegen der Mittagsmühle? Nein, dann kommen wir nicht schon. Na ja, dann lass es, In der Küche kochen tun Sie ja nicht wirklich. Naja, also wenn ich jetzt eine Position hätte und ich müsste das Gemüse machen oder die Soße, dann bin ich nicht wertvoll genug. Weil ich bin nur wertvoll, wenn ich dem Restaurant meine ganze Aura gebe. Aber wenn ich nur hinten stehe und turniere mit 66 Jahren die Kartoffel, ja, dann habe ich was falsch gemacht. Entweder ist das mein Talent. Also da gibt es Leute, die können das besser wie ich. Ja. Vom Koch zum Gastrounternehmer. Ein gängiger Weg. Die Bullerei in Hamburg gehört Fernsehkoch Tim Melzer. Doch am Herd steht er nur im angeschlossenen Fernsehstudio. Mit einer täglichen Kochshow auf Vox hat er 2003 angefangen. Heute macht er Ernährungsdokus für die ARD und betreibt inzwischen 5 Restaurants in ganz Deutschland. Gemeinsam mit seinem Manager feilt er daran, wofür die Marke Melzer stehen soll. Wir haben einen Megatrend ausgelöst. Damals vor 10-11 Jahren ging das Ganze, glaube ich, los. International natürlich mit Jamie Oliver. National würde ich schon sagen, dass ich einen großen Teil dazu beigetragen habe. So, dass wir auf ein bisschen aufs gesellschaftliche Parkett geschoben worden sind und heutzutage eher mediale Figuren sind als noch klassisch Fernsehkoch. Also wir tauchen auf im Sportstudio, sitzen bei Wetten, das auf dem Sofa. Wir arbeiten journalistisch, wir sind Quiz-Gegner, wir sind in Talkshows, wir präsentieren unsere Produkte, die an andere Sachen irgendwie. Rose, die Kandidaten kochen, nicht du, ne? Weißt du, warum du nicht mitkochen sollst? Weil du es nicht kannst. Folgerichtig sind Kochsendungen mittlerweile eher Show als Wissensvermittlung. Es geht um Unterhaltung, Smalltalk, Wettbewerb. Und ganz nebenbei gelegentlich ums Essen. Wir werden euch abschlachten, alle drei. Wenn man sich anguckt, US-Markt oder britischer Markt, die haben vor 10 Jahren auch schon angefangen, immer mehr Unterhaltung einzubauen, weil das Kochen einen Anlass brauchte oder etwas, wo es hinführt hinterher. Und im Moment ist das reine Kochen eigentlich ins Servicefenster verdrängt. Also sowas wie ein Buffet oder sogar im Fernsehgarten wird mittags gekocht. Ja. Alfons Schubeck hat sich als Alleinstellungsmerkmal das Thema Kräuter und Gewürze ausgesucht. Gegenüber von seinem Restaurant verkauft er in mehreren Geschäften Schubeck-Produkte aller Art. Tee ist ja jetzt schon relativ weit weg von der Kernkompetenz eines Kochs, oder? Nein, eigentlich nicht. Weil wenn man es an Gewürze ankoppelt, dann kommt es automatisch auf Tee. Ja? Wohlfühlen. Gesundheit. Und da haben wir da diesen bengalischen Chai, den wir ja nach dem Essen reichen den Gästen für die Verdauung. Die Inder geben ja immer gern Fenchel und solche Sachen her. Und da merkst du jetzt nochmal eine Steigerung an Gewürze. Das ist richtig. Und der geht richtig gut, gell? Aber ich muss jetzt mal blöd fragen, da ist auch Aroma drin. Warum? Ja, weil sonst kriegst du den Geschmack nicht her. Also du kriegst diesen stabilen Geschmack nicht her. Aber die Leute ist es halt im Grunde, sage ich mal so, die schreien so alle wie die Bläden immer über alles, was schlecht ist oder was sie glauben, dass schlecht ist. Es gibt ja natürliche Aromen, die kannst du ruhig verwenden. Also ohne die geht es überhaupt nicht. Wir müssen ohne natürliche Aromen arbeiten. Nicht möglich. Natürlich ist allerdings relativ. Laut Aromenverordnung muss natürliches Aroma nicht etwa aus dem Originalprodukt sein, sondern lediglich aus irgendeinem natürlichen Stoff, zum Beispiel Holz oder Schimmelpilz. Nur wenn neben natürlich auch die Zutat dabei steht, nach der das Aroma schmeckt, stammt es tatsächlich aus der Erdbeere, der Vanille oder dem Ingwer. 27 Millionen Euro hat Schubecks Gastro-Reich 2013 umgesetzt. Sein Eventzelt Theatro ist jeden Abend ausgebucht. Haben Sie jemals gerechnet, wie viel Essen Sie im Jahr verantworten? Nein, weiß ich nicht. Aber viel? Viel ja schon, ja. 1000? Ah, das wird nicht lange. Das langt nicht. Wir sind schon bei 100.000 Essen im Jahr. Wir haben im Theater ungefähr 40.000 Leute
mal 4 Gänge, das sind schon 160.000 Essen. Und dann kommt das andere also dazu, Restaurant-Ding, das ist ja... Wie viel Schubeck kann bei der Masse überhaupt noch drin sein? Naja, das muss ja Schubeck sein, weil das wird ja mit den Leuten abgesprochen. Wir kochen das Probe, wir machen das ja jede Abteilung. Und dann versucht man natürlich, das immer diesen Level zu halten. Das ist halt die Schwierigkeit. Deswegen muss man immer das Ohr an der Schiene haben, man muss dabei sein, man muss mit den Abteilungen reden. Also einen ganzen Tag oder telefonieren, sagen, wie geht's dir, was machst du? Heute auch wieder FC Bayern, schnell raus, zack. Und dann ist eine halbe Stunde Besprechung oder eine Stunde, passt wieder rein, alles kein Problem. Aber man muss immer gleich schauen, dass man heute alles mitkriegt. Ja. Also solange das Spaß macht, das ist alles okay. Jetzt gehen wir da runter, nehmen wir die Abkürzung. Im Souterrain der Großküche lagern die Gewürze, die im Laden am Platzl lose verkauft werden. Wo hier Schubeck draufsteht, ist Fuchs drin. Der Fernsehkoch kauft seine gesamten Gewürze bei Europas größtem Gewürzanbieter ein. Mich freut es halt, wenn die meine Rezepte nachkochen, wenn es ihnen gelingt und wenn die heute halt mit meinen Gewürzmischungen arbeiten, dann habe ich sie näher. Schubecks Gewürzladen am Platzl ist für viele Touristen mittlerweile eine Pflichtstation. Wegen der Chance auf einen Händedruck des Chefs persönlich. Mahlzeit. Also hier haben wir praktisch, hier haben wir die verschiedenen Salze, hier haben wir die ganz normale Salz, also ohne Gewürze. Ob jetzt das Pyramidenflockensalz in Zitrone ist oder das normale Fleur de Sel, das ist ein ganz tolles Salz. Schubeck-Gewürze finden sich inzwischen auch in vielen großen Supermärkten. Deutlich teurer als vergleichbare Mischungen, die nicht durch den Namen des Fernsehkochs geadelt sind. Das, was da jetzt drin ist, ist sozusagen das, was ich jetzt auch kaufen würde, wenn ich Fuchsgewürze kaufe, aber eben in ihrer speziellen Mischung. Das ist eine andere Mischung, weil ich stelle es auch anders zusammen, deswegen ist es hochwertiger. Für Fisch hätte ich gern ein Gewürz. So, jetzt können Sie es, wenn Sie es auf den Fisch draufgeben wollen, dann können Sie es mit der Mühle machen zum Schluss. Ja. Sie können es aber auch, wenn Sie den Fisch ein bisschen würzen wollen, das damit, nehmen wir lieber. Dann nehmen wir nicht das, dann gehen wir mal da her. Dann haben wir Fisch muss zum Braten. Ja, die stellen Sie irgendwo hin, das nehmen wir schon wieder zurück. Das riecht mir jetzt nicht so, das geht erst geschwankt. Ein bisschen, nicht viel. Nicht viel, gell? Da ist drin Kurkuma mit Sicherheit, weil ich immer so dieses Antikrebsmittel reingebe. Das, ja, das ist Kohlenkraut ist auch Majoran, das ist alles so, was ich gerne möchte. Genau. Ja, wunderbar. Gell? Vielen Dank. Bitte sehr. Vielen Dank. So, da muss ja. So, nein, ich brauch die. Als Extra gibt's noch ein Autogramm. Das gehört zum Job. Also ich kann nicht arrogant durch die Gegend laufen und sagen, na, hab keine Zeit, wissen Sie, ich bin im Stress. Das mag ja sein, dass ich im Stress bin, das weiß der ja nicht. Also muss ich hinstellen, so ein Foto, jawohl, komm her, machen wir schnell eins. Aber es ist ja oft so, dass da hunderte von Leuten kommen und ein Foto im Sommer machen. Und dann denke ich mir auf die Herrschaft, na, jetzt muss ich bis jetzt da durchkommen. Aber ich muss es mitmachen. Und ein Foto ist ein Foto. Wenn du jetzt doof auf ein Foto schaust, schaust du bei dem vielleicht im Wohnzimmer einen Legenlampen wie ein Depp. Und das geht ja nicht. Also musst du schauen, dass du dich bemühst und bei jedem Foto. Das ist natürlich nicht unanstrengend, also das ist schon etwas anstrengend. Aber wenn man es gern macht und man weiß, das gehört dazu. Und sobald der Gedanke mal kommt, das nervt dich, dann musst du aufpassen, ob du den Beruf noch so ausüben kannst. Recht vielen Dank. Danke für Gott, gell, alles Gute. Danke. Hauptbestandteile sind übrigens Salz und Knoblauch. Preiswerte Zutaten also. Aber die Aura macht's. 2,08 Euro, bitte schön. Das ist ja fast geschenkt, weil ich bei so einem prominenten Mann. Sie erwarten auch, dass das, also wenn da Schubeck draufsteht, ist das auch was Besonderes? Ja, es müsste dann was Besonderes sein. Und, ja, von der Qualität her würde ich erwarten. Ja. Alleine schon mal die ganze Zusammenstellung und also die ganzen Kombinationen, was er da alles so sich ausgedacht hat. Und das ist schon was Besonderes. Und dann muss man halt auch mal ein bisschen mehr ausgeben. Aber wie besonders sind die Gewürze aus dem Hause Schubeck tatsächlich? Ich bringe meine Einkäufe zunächst zur Bayerischen Verbraucherzentrale. Daniela Krehl nimmt für mich Schubecks Mischungen unter die Lupe. Jetzt ist ja Schubeck besonders bekannt für seine Gewürze. Ich habe jetzt mal mitgebracht Zimtzucker. Mhm. Der kostet, das sind, wie viel ist das, 100 Gramm. Die haben gekostet 4,40 Euro. Oh, okay. Jetzt
können wir natürlich auf der Zutatenliste mal schauen, ob wir ungefähr abschätzen können, wie viel Zimt da drin steckt. 10% Zimt ist drin. Mhm. Ich habe jetzt also hier 100 Gramm Zimt und Zucker, das heißt 10 Gramm Zimt ist enthalten. Wenn ich bei Schubeck reinen Zimt kaufe, hochwertigen Ceylon-Zimt, dann bin ich bei ungefähr 4 Euro bei 100 Gramm. Mhm. Das heißt, bei 10 Gramm wäre ich bei 40 Cent. Okay, also bleiben noch 4 Euro. Was kostet das Kilo Zucker? Kostet? Naja, kein Euro. Okay. Ja, also ich glaube, wow, das ist so verschwindend gering. Das heißt, hier verdient also jemand 4 Euro mehr, nur weil er den Zimt und den Zucker vermischt hat. Ich meine, das ist ja keine große Innovation und auch kein großer Akt, Zimt und Zucker zusammenzumischen. Ist eine tolle Gewinnspanne, muss ich sagen. Um Schubecks Spezialmischungen noch besser beurteilen zu können, suche ich die Hilfe eines Geschmacksprofis. Manuel Reheis, Chef eines Münchner Gourmet-Restaurants, soll für mich einschätzen, wie hochwertig die Schubeck-Gewürze sind. Wir beginnen mit dem sogenannten Sex-Gewürz. Also was diese Gewürze alle gemeinsam haben, ist, dass die eher im, ich sag jetzt mal, gehobenen Preissegment unterwegs sind. Ne? Also billig ist nichts davon. Was ja an sich jetzt nicht verwerflich ist, wenn es dafür auch besonders gut ist oder besonders kreativ. Sexgewürz ist auf jeden Fall kreativ. Auf jeden Fall eine gute Idee. Ist noch keiner drauf gekommen. Und ich behaupte, das verkauft sich bestimmt auch gut. Ich finde es jetzt nicht wahnsinnig sexy. Es sind zwar Rosenblüten drin, es ist Ingwer drin, es ist Zimt drin. Aber Vanille und Rosenblüten rieche ich nicht wirklich raus. Das ist, glaube ich, eher zum Draufschauen, dass man sagt, ah, das könnte interessant sein. Ich rieche jetzt eher den Paprika und auch relativ viel Knoblauch, was, glaube ich, dem Sex eher entgegenwirkt. Ich muss halt schauen als Koch, dass ich das auch wirklich auch bei mir verwende. Und bei mir werden nur meine Mischungen verwendet. Ich lasse die Küche da nicht rummurksen, da gibt es 3 Scheiben Knoblauch rein, da gibt es einmal 2 rein. Das muss einfach immer gleich sein, deswegen kommt der Gast, weil er sagt, das schmeckt immer gleich gut. Uns fällt auf, dass bei zahlreichen Gewürzmischungen Paprika weit vorne auf der Zutatenliste steht. Beim Sexgewürz und der Bruschetta-Würzmischung an zweiter Stelle, bei der Barbecue-Gewürzzubereitung ganz oben und beim Nudelgewürz auf Platz 3. Ein Hauptbestandteil, der sehr viel preiswerter gehandelt wird als die Schubeck-Gemische. Das kann sein, aber vielleicht denkt er sich auch was anderes dabei, dass, weil er sagt, Paprika hat einen Inhaltsstoff, der für ihn wahnsinnig wichtig ist, für diese Mischung, belebend oder aus einem anderen Grund. Das weiß ich nicht. Andererseits kann natürlich sein, dass es ein gutes Füllmittel ist. Ja. Bei Nelken versuchen wir einen direkten Vergleich. Schubeck-Nelken gegen Nelken, die sein Lieferant Fuchs unter eigenem Namen verkauft, zu weniger als dem halben Preis. Dann mörsern wir die jetzt mal und dann lasse ich mal heimlich probieren, ne? Damit nicht klar ist, was ist. Okay, Augen zu und riechen. Augen zu. Okay. Einmal. Ich mir selber. Ja, ja. Aber nicht gucken. Klar ist, der Geruch unterscheidet sich deutlich. Und eine Probe riecht deutlich kräftiger. Die von Fuchs. Na gut, also die sind, wie gesagt, mehr als doppelt so teuer. Mhm. Sind die auch mehr als doppelt so gut? Ehrlich gesagt, würde ich jetzt vom Blindriechen des Fuchs lieber nehmen, weil es etwas breiter war von den Geschmacksaromen. Okay, aber das sieht hübscher aus. Das sieht hübscher aus und ist natürlich auch schon in einem Gefäß, in dem es besser hält. Mittlerweile gibt es bei Schubeck auch Gewürze, die noch viel mehr können sollen als gut schmecken. Seine Gewürzapotheke verspricht Linderung bei diversen Beschwerden. Halsschmerzen, Muskelverspannungen oder Schlafstörungen zum Beispiel. Also das ist jetzt der nächste Schritt, den wir machen. Weil ich finde, dass die Gewürze, was früher ja für Apotheker
sagen wir mal, Medizin war. Das ist ja vergessen worden, das ist ja out. Heute geht man natürlich in eine Apotheke und sagt, ich habe Kopfweh. Ich werde bei Kopfweh nicht in eine Apotheke gehen, sondern das mache ich mit Ingwer weg oder mit Schwarzkümmel, das ist überhaupt kein Problem. Das haben die Magier und die Wanderchemiker auch im Mittelalter schon gemacht. Die haben dann auch versucht, ihre Fluidide dann zu vermarkten und zu sagen, wenn du das nimmst, dann geht's dir wunderbar. Oder diejenigen, die eine tolle Salbe entwickelt haben oder dann irgendwie ein Wunderwasser oder ein Zauberwasser entwickelt haben. Das ist nichts Neues. Und jeder versucht, sich so gut zu positionieren am Markt, wie er kann. Aber wirken die Mittel aus Schubecks Gewürzapotheke auch? Das möchte ich mit einem Fachmann klären. An der Uniklinik Heidelberg forscht der Endokrinologe Professor Peter Navroth. Er hat sich die Mittel für uns angeschaut. Kann man denn sagen, dass das im Sinne von einer Naturheilkunde oder so sinnvolle Medikamente sind? Nein, eindeutig nicht. Es ist nur für den, der es verkauft, ein sinnvolles Geschäft. Wenn Sie unter gesund verstehen, dass es nicht schadet, dann ist alles, was nicht schadet, gesund. Wenn ich etwas Apotheke nenne, wenn ich etwas der Gesundheit verpflichte und wenn ich suggeriere, dass man da seiner Gesundheit etwas nütze, dann ist dieses Verhalten und diese Suggestion, dass ein quasi Heilstoff verkauft würde, einfach ein Betrug. Die Wettbewerbszentrale in Bad Homburg, eine Selbstkontrolleinrichtung der deutschen Wirtschaft, hat das ähnlich gesehen. Mehrere Apotheken hatten sich dort über die vermeintlichen Heilmittel beklagt. Wir haben Herrn Schubeck zunächst abgemahnt, das heißt, wir haben ihn auf den in unseren Augen bestehenden Wettbewerbsverstoß aufmerksam gemacht. Wir haben ihn dann aufgefordert, eine Unterlassungserklärung abzugeben. Das hat Herr Schubeck nicht gemacht, sodass wir dann letztendlich Unterlassungsklage beim Landgericht München eingereicht haben. Und kurz vor dem Termin zur mündlichen Verhandlung kam es dann aber noch zu einem Vergleich. Und wie sieht der aus? Der Vergleich sieht so aus, dass Herr Schubeck sich dann in diesem Vergleich doch noch zur Unterlassung erklärt hat. Herr Schubeck hat dann alle Kosten des Verfahrens übernommen. Und wir haben ihm dann im Gegenzug eine Aufbrauchsfrist gewährt. Das heißt, wir haben ihm gestattet, diesen Begriff Gewürzapotheke noch bis zum Ende des Jahres zu verwenden. Wir leben ja nicht in einem Gönnerland, wir leben in einem Neiderland und damit muss man leben. Aber da habe ich dann sofort versucht, nicht zu streiten, sondern sagt, dann nenne ich es Kraft der Gewürze. Da haben Schubeck, Kraft der Gewürze, da kann man keiner was an. Die Prominenz der Fernsehköche hilft beim Verkaufen. Kochbücher bekannter Fernsehgesichter dominieren die Regale im Buchhandel. Doch die Vermarktung geht längst weiter. Wer gut kocht, weiß bestimmt auch, was sonst noch gut schmeckt. Grüß dich, Jungs. Dies ist Alfons Schubeck. Auch hier war Alfons Schubeck Pionier. 1990 macht er Fernsehwerbung für eine Wurstmarke. Schaut mal, was ich euch heute mitgebracht habe. Den ganzen Tag die raffiniertesten Schmankerln und jetzt Fleischwurst von Hertha? Ja, eben. Warum? Ich habe mich heute gefragt. Ja. Und zum Brotzeitmacher essen die Köche gerne immer Wurst, wenn du das meinst. Ja, das hat mich nicht gestört. Das hat mir auch nicht wehgetan. Die haben das alles sehr, sehr professionell gemacht. Auch wie ich mit dem Uli Hoeneß die McDonald's gemacht habe. Was ist denn da so schlimm dran? Also ich sehe da gar nichts Schlimmes dran. Das sind seine Würstel, das sind in einer Semmel drin. Der Uli ist mein Freund. Und er hat gesagt, machen wir miteinander. Und ich habe gesagt, mache ich. Da bin ich dabei. Und wenn die Leute sagen, wow, ist der Schubeck macht das. So, die hätten sich die Finger abgeschleckt, wenn sie den Werbevertrag gekriegt hätten. So schaut's aus. Blätter herin ist das eine. Und bekommen und machen, das ist das andere. Also ich habe selber mal ein finanziell extrem interessantes Angebot bekommen von einer Fastfood-Kette. Da ging es darum, dass ich sozusagen eine Art von Qualitätstester machen sollte. Und da bin ich schon 4 Wochen auch mit mir schwanger gegangen, ob ich das mit mir vereinbaren kann. Weil das war wirklich eine eklatante Summe Geld, die da. Also man lief sich fast auf einen 7-stelligen Bereich, wo man dann schon da sagt, so, boah, ernsthaft, dann sollen sie doch über mich meckern. Ne? Also das war schon interessant. Dann am Ende des Tages doch nicht, weil ich gedacht habe, ich verdiene mein Geld lieber langfristig und nicht kurzfristig und habe es dann halt nicht gemacht. Andere haben da keine Berührungsängste. Horst Lichter zum Beispiel warb eine Zeit lang für Tütensuppen. Honorarhöhe unbekannt. Martin Baudrechsel zeigte, wie toll man mit Sahneersatz kochen kann. Beide mögen das auch auf Nachfrage nicht kommentieren. Heute kocht TV-Koch Martin Baudrechsel ein köstliches Geschnetzeltes mit Rama Creme Fin.
Aber womit genau kocht er da? Gemeinsam mit Verbraucherschützerin Daniela Krehl werfe ich einen Blick auf die Zutaten. Modifizierte Stärke, der Emulgator E435, Methylcellulose, dann Xanthan, Aroma, Farbstoff. Eine Liste wie aus dem Chemiekasten. Erleben Sie das in Ihrer Beratung, dass das beim Verbraucher funktioniert? Also dass der Glanz dieser Fernsehköche sich tatsächlich auf das Produkt auswirkt? Also das kann ich nur bestätigen. Wir beobachten den Markt schon seit Jahren, insbesondere jetzt mit Testimonial. Und wenn es nicht funktionieren würde, würden die Unternehmen das auch nicht machen. Also die, insbesondere jetzt, weil auch die Fernsehköche ja doch eine hohe Präsenz in der Öffentlichkeit haben, werden die hier ganz bewusst eingesetzt, um Produkte hochwertiger darzustellen, als sie wirklich sind. Ganz ohne Zusatz von Konservierung. NDR-Köchin Cornelia Poletto trat in Schubecks Fußstapfen. Also ganz ehrlich, wenn man den ganzen Tag die raffiniertesten Sachen kocht, dann genießt man die einfachen Dinge umso mehr. So wie Hertha. Ihr Management kommentiert das so. Frau Poletto hat nie für die Wurstindustrie geworben. Es hat keine Werbung für eine Wurst gegeben. Es gab kein Engagement in Sachen Hertha-Wurst von Frau Poletto. Der Einsatz als Testimonial erfolgte für ein spezielles Produkt des Herstellers Hertha, einen Schinken, nicht für das Unternehmen Hertha, und ist bereits seit längerem beendet. Es gibt keine Verträge mit der Wurstindustrie oder einem Wursthersteller. Es sind auch keine geplant. Perfekt. Natürlicher Genuss, neu von Hertha. Also es gibt ja in kaum einem anderen Produktbereich einen so harten Preiskampf auf der einen Seite, Wettbewerb zwischen den einzelnen Ketten, zwischen den einzelnen Produkten. Das heißt, die Möglichkeit, über das Produkt an sich sich im Markt eine ein Differenzierungspotenzial zu verschaffen, wird immer geringer. Da kommt der Koch irgendwie sehr, also wie gerufen, um dann dafür zu stehen, sagen, ja, du kriegst ein gutes Produkt zu einem guten Preis. Gleichzeitig bei meinem eigenen Qualitätsanspruch, dem genügt das, dafür stehe ich mit meinem Namen. Auch der Handel nutzt die Glaubwürdigkeit der Kochprofis. Steffen Hensler etwa recherchiert im Werbefernsehen, womit eine Supermarktkette Grillfleisch mariniert. Thymian, Rosmarin, Knoblauch. Ja. Majoran. Wie viele Lammlachse hätten Sie denn? Majoran. Eher selber drauf kommen können. Deshalb bekommen Sie bei uns bestes. Viele der Supermarktmarinaden enthalten außerdem Aromen. Industrieware eben. Und nicht das, was der Profikoch so einsetzt. Kochkollege Kolja Kleberg kocht im Internet im Dienste eines Discounters. Auch diese beiden Köche wollten uns übrigens keinen Kommentar liefern. Letztendlich ist das etwas, was die Werbung uns ja auch immer versucht zu vermitteln. Eine Geschichte, die mit dem Produkt verknüpft wird. Und wenn ich dieses Produkt verwende, nutze, kaufe, anziehe, dann bin ich genau so, wie die das auch eben vorher gezeigt haben mit diesem Produkt. Im wirklichen Leben kaufen Fernsehköche natürlich nicht im Discounter. Zum Morgen zusammen. Hans-Jörg Bachmeier hat eine regelmäßige Sendung im bayerischen Fernsehen und ein Restaurant in München. Die kommen jetzt erst, gell? Mehrmals pro Woche kauft er ein. Auf dem Großmarkt natürlich. Sehr schön. Oh, ja. Wahnsinn. Bachmeier hat bei Schubeck in Waging gearbeitet, als dessen Medienkarriere begann, und damals gelernt, wie effektiv Fernsehpräsenz hilft, die Plätze im Restaurant zu füllen. Ich habe das Glück, eine Fernsehsendung zu haben. Andere haben es nicht. Andere arbeiten vielleicht in der anderen Richtung. Also Kollegen von mir, die haben wieder eine Kochschule und haben dadurch ihre Öffentlichkeitsarbeit, sind auch ab und zu in der Zeitung und aber du brauchst irgendwas, weil sonst verschwindest du irgendwo im Nirgendwo und es ist schon wichtig. Alfons Schubeck hat dieses Prinzip vollendet. Einmal am Tag schaut er in seiner Kochschule vorbei. 330 Euro bezahlt jeder Teilnehmer für einen Tag im Dunstkreis des Stars. Auch wenn der nur kurz ein paar Anekdoten beisteuert. Da habe ich mal in Italien einen Kochkurs gehabt, einen Kochkurs mit 300 Leuten.
300 Stationen, Hocker, alles war da, gell? Dann hat jeder seinen Nudelteig selber gemacht, ausgerollt und dann schaut, dass ja sein Nudelteig ist. Und dann war ein Kessel da und dann haben sie alle gekocht. Ja, das war der Hammer. Gekocht wird hier ohne Schubeck. Nach einer halben Stunde ist der Auftritt des Chefs vorbei. Die Kochschule ist gleichzeitig Laden. Schubecks Welt ist ein geschlossenes System. Erst lernen, wie man mit den Mischungen des Meisters kocht, dann die Produkte für zu Hause mitnehmen. Dann alle Brühe. Ja. Und was ist das? Und Chilisalz. Und Chilisalz. Das muss sein, gell? Genau. Jawohl. Wir haben jetzt da gekauft einmal die Hühnerbrühe. Die braucht man für Soßen. Soßen anzusetzen, oder? Aber dann muss ich jetzt mal fragen, Sie waren jetzt gerade im Kochkurs und kaufen jetzt Instant-Brühe. Ja, ich habe mit dem Koch das besprochen und genau die Brühe verwenden Sie auch da. Weil so viele Brühe können die gar nicht Natur kochen mit Hähnchen. Die verwenden genau diese Brühe, hat man gezeigt, der Koch. Ja? In seinem Standardkochbuch zur bayerischen Küche erklärt der Meisterkoch, woraus man Hühnersuppe eigentlich kocht. Seine Zauberbrühe zaubert das meiste davon weg. Stattdessen kommen vorwiegend Salz, Aroma und Maltodextrine in den Topf. Ein wasserlösliches Kohlehydratgemisch. Wenn Sie eine Brühe machen, machen Sie die ja nicht so, oder? Ja, aber ich muss doch der Hausfrau helfen. Soll ich sagen, sie soll 5 Kilo Rindfleisch auskochen, das wegschmeißen, dass er Brühe hat? Mhm. Das kann ich nicht machen. Und die Geflügelbrühe, die ich jetzt im Kochkurs mache, den mache ich den Leuten mit Absicht, dass ich ihnen die Brühe gebe. Ich sage, schaut her, das ist diese Brühe und jetzt probiert sie es aus. Ich kann nicht sagen, kocht ein Hähnchen aus. Die zweite Frage ist, was mache ich mit dem Hähnchen? Ja, so, ich weiß doch nicht, wollen sie es wegschmeißen? Ja, dann mache ich kein Hähnchen. Also, dann kaufen sie von irgendeiner Firma irgendeinen Schmarrn und das will ich auch nicht. Bei Fernsehkollege Bachmeier besteht Brühe aus Gemüse und Knochen. So will der das auch seinem Publikum vermitteln. Eben tatsächlich kochen und nicht nur Gläser aufschrauben. Es ist weit davon entfernt, was ich verwenden würde. Ja, das ist vollkommen richtig. Aber ich kann nicht dafür einstehen, was meine Kollegen machen. Ja, ich kann nur das sagen, was ich bin. Und ich würde es nicht machen. Also ich bin hier nicht. Aber jetzt würde Ihnen niemand Geld dafür bezahlen, dass Sie Werbung für selbstgekochte Brühe machen. Aber wenn Sie für einen Brühwürfel Werbung machen, natürlich nicht. Ja, dann schon, ja. Deswegen fahre ich mit dem Rad in die Arbeit. Am Institut für medizinische Psychologie der Uni München forscht Kai Fese. Er kann erklären, warum wir Köchen so bereitwillig Fertiggerichte als Gourmetprodukte abkaufen. Die Welt wird nicht betrogen, sondern wenn, dann möchte sie selber betrogen werden. Also das heißt, der Deal ist, alle denken irgendwie um die Ecke. Ja, der Produzent denkt, wenn ich jetzt was Tolles reintun sollte, kostet mich das Geld und Energie und Mühe und funktioniert mit der Fertigung gar nicht. Ich möchte aber Besonderes haben, also nehme ich vielleicht den Herrn Schubeck dazu. Der Herr Schubeck denkt, naja, so schlimm ist es auch nicht und ich sage, würz noch ein bisschen Pfeffer rein. Und dann schmeckt es halt doch auch ein bisschen anders. Der Konsument denkt, naja, wenn der Herr Schubeck sein Okay dazu gegeben hat, dann wird es nicht giftig sein. Der wohl größte Star unter den Fernsehküchengurus ist der Brite Jamie Oliver. Weltweit finden die Rezepte des charmanten Kochs Absatz. Da liegt der Vertrieb von Jamie Oliver Produkten nahe. Natürlich weiß ein Profi wie Jamie Oliver, wie man zum Beispiel Pesto zubereitet. Immerhin hat er in mehreren italienischen Restaurants gearbeitet. Im Internet präsentiert er sein Rezept. Mit viel frischem Basilikum, nativem Olivenöl, Pinienkernen, Parmesan und Knoblauch. Jamie Olivers Pesto gibt es auch im Glas. Allerdings mit viel weniger Olivenöl. Stattdessen kommt billigeres Sonnenblumenöl dazu. Am Parmesan wird auch gespart und ein Teil der teuren Pinienkerne durch die günstigeren Cashewnüsse ersetzt. Kann ich sowas dann als Gourmetkoch ernsthaft unter meinem Namen verkaufen? Ich sag mal so, ich habe kein Pesto im Regal und das hat seinen Grund. Das ist meine Antwort drauf. Also ich habe eine andere Vorstellung von bestimmten Produkten, von bestimmten Geschmäckern irgendwie auf der Zunge. Aber wenn die Leute das wollen, dann sollen sie es ruhig machen. Die es machen, müssen natürlich entscheiden, ist es dann ein Pesto, so wie wir es kennen, oder arbeitet es mit Tricks und bin ich dann bereit dafür, meine Glaubwürdigkeit und meinen Namen aufs Spiel zu setzen, mich quasi vor diese Tricks schützend zu stellen.
Auch unter Alfons Schubecks Namen wird eine Fertiggerichte-Kollektion vertrieben, unter dem Motto Deutsche Küche frisch genießen. Der Koch ist dabei Lizenzgeber. Ich habe früher mal in Rosenheim diese Firma gehabt und habe dann gesagt, ich kann jetzt das nicht auch noch machen. Also was soll ich noch alles machen? Und dann habe ich gesagt, dann möchte ich wenigstens bei der Rezeptentwicklung dabei sein. Ja. Also dass da mein Kopf dann zufälligerweise auf die Packung kommt, das ist so ein Pech. Aber da steckt schon Schubeck drin, das ist schon ihrs. Da steckt in der Entwicklungsphase stecke ich drin. Aber kann man den Sternekoch im Endprodukt noch schmecken? Das möchte ich gerne ausprobieren. In einer Münchner Kochschule organisiere ich eine Blindverkostung. 6 Schubeck-Menüs gegen vergleichbare Fertiggerichte aus dem Billigpreissegment. Praktisch sind die Ein-Personen-Menüs schon mal. Auspacken, rein ins Wasserbad, fertig. Sterneküche leicht gemacht? Meine Testcrew. Kochschuldirektor Armin Stegbauer, Catering-Koch Patrick Kempf und unser Gewürztester und Koch Manuel Reheis. Beim bayerischen Leberkäse mit Kartoffelbrei und Soße muss ich etwas improvisieren. Den gibt es als Fertigmenü zum Aufwärmen tatsächlich nur mit Schubeck-Lizenz. 6-mal Gourmet-Convenience gegen Standardware. Meine Testesser sollen blind entscheiden, was besser schmeckt. Erster Versuch. Schubeck-Leberkäse für 2,99 Euro pro Portion gegen Instant-Püree und Soße mit eingeschweißtem Discounter-Leberkäse für 93 Cent. Jetzt gibt es gebackenen Ofenleberkäse mit Kartoffelpüree und Braten. Ui. Ui, ja, ja. Also den erkennt man zumindest schon mal als Leberkäse, ja. So von der Kruste aus. Und das könnte ja, weiß nicht, was das ist. Was ist denn das? Aber hier ist wenigstens auch mal eine Soße erkennbar. Das ist ja abgebundener Brei. Ja, ich probiere es auch mal. Also von der Optik würde ich sagen, kann man Kalorien wahrscheinlich vernünftiger zu sich nehmen. Okay. Schauen wir mal, schaut aus wie eine Dosenwurst. Ich finde es auch eher, ich würde es eher als Angriff auf die Gesundheit sehen. Ja. Man könnte damit Tennis spielen. Das würde ich nicht essen wollen. Der ist optisch hier deutlich schöner. Mhm. Auch das Püree ist schöner. Die Soße ist schöner. Die Konsistenz ist aber auch eher wie Gummi. Das probiere ich mal. Das Kartoffelpüree. Mhm. Ja, also man wird schnell satt und das bappt am Gaumen. Da brauche ich jetzt, glaube ich, einen halben Liter Wasser, dass ich das irgendwie unterbringe. Also der Leberkäse ist das kleinere Übel, ja. Kann man einigermaßen essen. Das Püree hat halt überhaupt keinen Geschmack. Ja. Das Püree geht gar nicht. Die Soße ist schrecklich und der Leberkäse ist Konsistenz aber auch also nicht mehr. Also würde ich auch sagen. Und wenn der jetzt eine runde Form hätte, der Leberkäse, könnte man mit Tennis spielen. Ja. Oh Gott, no. Klare Schlappe ja. Bei den Testern für das Menü des bayerischen Sternekochs. Da bin ich jetzt auch neugierig. Okay, das sind ja Produkte, die vergleichsweise teuer sind. Als Kunde kaufe ich das ja schon mit der Erwartung, dass da so eine Art von Gourmet-Qualität schon gegeben ist, weil es steht ja immerhin Schubeck drauf. Ne? Also ich würde sagen, der Herr Schubeck würde es selber nicht essen. Also würde ich jetzt persönlich, kann ich mir nicht vorstellen. Nächster Test, Rindsroulade mit Blaukraut und Kartoffeln. Diesen Klassiker gibt es bei Schubeck für 5,99 pro Portion. Aldi nimmt für das gleiche Gericht 1,89. Das heißt ja, deutsche Küche frisch genießen. Deswegen gibt es jetzt Roulade mit Blaukraut und Kartoffeln. Ui, da kann ich schon mal sagen, das schaut nach Blaukraut aus. Das schaut aus wie Hackfleisch. Wie so ein Cevapcici auf groß geblasen. Wenn mir jetzt jemand sagen würde, das ist ein Schweinehackbraten, dann würde ich das auch glauben. Ich weiß nicht, ob das Schweinrind oder sonst irgendwas ist. Bei dem schmeckt man wenigstens, dass es Rind ist, auch wenn es trocken ist. Die Rouladen werden für meine Testcrew zur echten Herausforderung. Ihr Urteil? Beides furchtbar. Pappe mit Zwiebeln drin. Ja. Mit süßen Zwiebeln. Ja, gut. Es ist schade. Schade, dass dafür mal irgendwas leben musste, um so zu enden. Ja. Ja, das stimmt, also egal in welcher Form, das ist pervers. Ja.
Insgesamt 6 Mal machen wir den Vergleichstest. Nicht einmal schmeckt uns das Schuhbeck-Menü besser. Oft eher schlechter. Immer aber ist es viel teurer. 3 bis 5 Mal so viel. Wer es kauft, der ist selber schuld. Die Fertiggerichte im Kühlregal, das ist dann ja relativ weit weg von dem, was man bei Ihnen im Sterne-Lokal essen würde. Dazu muss ich aber was anderes sagen. Uns ist gelungen, die gehärteten Fette rauszunehmen, die Geschmacksverstärker rauszunehmen, da ist nichts drin. Ja? Und das muss man uns jetzt einer nachmachen. Also ich finde es klasse, dass es für die Leute, die halt nur 80, 90 Cent einen Euro haben, wir haben sie einfach nicht, dass man denen auch was anbietet und nicht nur sagen, ja, wenn du ein paar 100 Euro hast, dann kannst du zu mir kommen. Da ist leicht, Hummer abzubraten, Gänseleber, das kann jeder Depp. Nun ist Alfons Schuhbeck ja unstrittig ein exzellenter Koch. Seine Kochbücher sind Bestseller. Nur kocht er da auch mit ganz anderen Zutaten. Beispiel Topfenpalatschinken. Dann hätte ich jetzt hier Milch, Zucker, Vanillemark, Zitronen- und Orangenschale, Mehl, Eier, Butter für den Teig. Und für die Füllung hätte ich jetzt Butter, Puderzucker, Eigelb, Vanilleschote, Zitronenschale, Speisequark, also Topfen, Sahne, Eiweiß, Salz, Zucker. Ja. So, schauen wir mal, was ist da drin? Ja, so ähnlich. Also. Beim Fertigpalatschinken verschwinden entscheidende Zutaten von der Liste. Dafür kommt dazu, womit die Lebensmittelindustrie ebenso kocht. Aromen, Verdicker, Kurkuma für die goldgelbe Eidotterfarbe. Klar, dass das nicht so nach Schuhbeck schmeckt. Ja, der Trick ist natürlich, dass die Kunden das nicht blind verkosten, sondern sie verkosten das ja am Abendsessentisch in dem Wissen, dass sie das vorher aus einer Packung genommen haben, woher Schuhbeck drauf ist. Und das ist dann schon ein Unterschied. Dann können sie nicht sagen, das ist das Gleiche drin. Es ist ja auch Schuhbeck jetzt mit drin. Auch am Platzl gibt's heute übrigens Leberkäse als Personalessen. Auf die traditionelle Art. Der Chef macht am Abend noch eine kurze Stippvisite in der Küche des Sterne-Lokals zum Probieren und Absegnen eines neuen Desserts. So, auf geht's. Alfons Schuhbeck ist schon wieder in Eile. Also ich fahr jetzt weg. Bin dann gleich da. Wir kriegen das irgendwie hin, Chef. Das kriegst du hin. Zum Finale im Eventzelt Theater am Stadtrand von München tritt Alfons Schuhbeck jeden Abend persönlich an. Sein Job hier hat mit Kochen nichts mehr zu tun. Jetzt ist Showtime. More can I ever know, and I think too.